Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, anhand neuer Erkenntnisse in der Ibiza-Affäre zu dokumentieren, dass die sogenannten etablierten Medien, man kann sie auch Altmedien nennen, ein Informations- und ein Meinungskartell bilden mit manipulativer Absicht. Dass diese Leute vollkommen skrupellos sind und vor nichts zurückschrecken. Über die Motive kann man nur mutmaßen, aber mir erscheint es immer mehr offensichtlich, dass das von innen herauskommt, dass das Bösartige in den Menschen, dass das emportritt und sie es aus reiner Boshaftigkeit machen, dass diese Leute die Welt brennen sehen wollen. Was ist konkret passiert? In Österreich wurde ein Transkript von weiteren 5 Minuten des illegal mitgeschnittenen Videos veröffentlicht. In diesen 5 Minuten wird deutlich, dass Heinz-Christian Strache nicht zur Korruption bereit war, dass er ein solches Ansinnen mehrfach ablehnte und sagte, er möchte sauber bleiben, er möchte ruhig schlafen können und er möchte, dass die Leute nachher gut über ihn reden. Ich lese im Folgenden einige Passagen vor. Strache: Es gibt bei mir nur ganz korrekte Ebenen. Alles, was in meinem Leben heute angegriffen wird, ist korrekt. Ja, und ich? Es gibt bei mir keine Selbstbereicherung oder sonstige Scheißgeschichten. Das gibt es nicht. Ja, sondern es gibt Interesse. Was wollen wir politisch? Wohin wollen wir politisch? Was hat die Bevölkerung? Was hat der Steuerzahler davon? Und wenn ein Unternehmer einen Profit hat, soll es mir recht sein, wenn es ins Konzept passt. Detektiv Julian H. Okay, im Endeffekt, was ich vermitteln soll, ist, dass ihr für diese Geschichte bereit seid, ihr zu helfen, aber ihr erwartet keine Gegenleistung. Weitere Konservation. Detektiv H. Ich verstehe eure Position, wo du sagst, okay, gut, ich kann mich in eine Position bringen, wo ich mich jetzt quasi öffne und der Korruption preisgebe. Strache: Nein, mache ich nicht. Nie. Weitere Konservation. Strache: Nein, nein, aber jetzt sind wir ehrlich. Mit jedem anderen Scheiß machst du dich angreifbar und ich will nicht angreifbar sein. Ich will ruhig schlafen. Ich will in der Früh aufstehen und sagen, bin sauber und wenn, dann tue ich was da. Und das ist die Stärke. Und wenn ich dann in Pension gehe, freue ich mich, wenn der ein oder andere Freund sich an mich erinnert und sagt, okay, okay. Gudenus, ja. Im Folgenden lese ich ein Statement von Petre Büstron vor, der das Ganze, denke ich, treffend zusammenfasst. Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus wurden in eine mit geheimdienstlichen Methoden vorbereitete Falle gelockt. Auf hinterhältige Weise wurde versucht, sie zu illegalen Handlungen zu verleiten. Und obwohl sie dies mehrfach und unmissverständlich ablehnten, wurden 2 Jahre später über die Süddeutsche Zeitung und den Spiegel Auszüge des Videos lanciert, die den Verdacht der Korruption schüren sollten. Dies ist eine klare Manipulation der öffentlichen Meinung durch 2 deutsche Medien, mit dem Ziel, den Sturz einer erfolgreichen österreichischen Regierung herbeizuführen. Eine schlimmere Art der Einmischung in innere Angelegenheiten eines Nachbarlandes haben wir seit 1945 nicht erlebt. Gestoßen bin ich auf das Ganze heute Morgen durch 1984. Ich kann diese Webseite nur empfehlen und finde die Arbeit ganz toll, die Oliver Flesch macht. Entlarvend war schon damals, dass Süddeutsche und Spiegel nicht bereit waren, das ganze Video herauszugeben, sondern dass sie einzelne Passagen sich darauf beschränkt haben, nur Informationen über diese einzelnen Passagen zu verbreiten. Das ist Täuschung der schlimmsten Sorte. Das ist eigentlich vergleichbar mit Hochverrat. Hier sollte es ganz schwere Strafen geben. Man muss dafür vielleicht die Paragraphen ändern, dass Täuschung strafbar ist. Sowas darf man nicht straffrei machen können. Es ist ja nicht nur hier der Fall, diese Täuschung findet ja andauernd statt. Und das kann man auch, die wissentliche Täuschung kann man auch nachweisen. Entlarvend ist die Berichterstattung damals durch den SZ und den Spiegel zunächst für diese beiden Magazine. Die Nichtberichterstattung jetzt aber zeigt deutlich, dass wir es mit einem Kartell zu tun haben. Es zeigt es mal wieder, aber hier ist es vollkommen offensichtlich. Nirgendwo in Deutschland wird über diese zusätzlichen 5 Minuten berichtet. Die Dimension von dem Ganzen ist ja unendlich. Es müssten jetzt normalerweise auf allen Titelseiten müsste dieses Thema kommen, weil die Relevanz so hoch ist. Tatsächlich aber ist es nirgendwo zu lesen. Also jedenfalls nicht bei den etablierten Medien. Zu lesen ist es natürlich bei Epoch Times, bei Junge Freiheit und bei 1984, bei solchen Seiten. Aber das sind nicht die etablierten Medien, das sind die Medien, die bekämpft werden, die ausgegrenzt werden. Einzig die Welt hat einen Videobeitrag veröffentlicht und einen Artikel, der aber auf der Titelseite nicht mehr zu sehen ist. Das heißt, nur diejenigen, die sich dafür interessieren, googeln es nach
und stoßen dann auf den Artikel. Die ganze Titelpage ist leer. Bei der Süddeutschen Zeitung wird überhaupt nichts davon berichtet. Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist auch nichts zu finden. Hier als Beispiel tagesschau.de. Und auch wenn man Google News anklickt, also Google News fasst die gesamten News zusammen, die unterschiedliche relevante Blätter veröffentlichen. Und da ist nichts davon zu lesen, von diesen entlastenden 5 Minuten. Es bestätigt sich hier einmal wieder, dass wir es mit einem politischen Mitspieler zu tun haben, der skrupellos ist und der bereit ist, alles zu tun. Warum wurde das getan? Es war die FPÖ Teil der Regierung und es wurden wichtige Entscheidungen durchgesetzt. In Deutschland wurden ja bewusst die Grenzen offen gehalten. Was ist der Plan? Man kann es eigentlich an den Altmedien oder an den etablierten Medien kann man es beobachten. Undemokratische Kräfte waren in der Überzahl und jetzt dominieren sie die Altmedien vollständig. Die normalen Kräfte wie Peter Hane, Wolfgang Herles und viele andere, sie wurden in den letzten 10 Jahren verdrängt. Wir haben jetzt nur noch Undemokraten in den etablierten Medien. Sie haben sich dort überall ausgebreitet und sie haben eine Agenda, ja, Deutschland in die Anarchie zu stürzen wahrscheinlich. Wie kommt man darauf, dass sie Deutschland in die Anarchie stürzen wollen? Sie wollen die Grenzöffnung unbedingt erhalten. Das heißt, es können unkontrolliert Leute einwandern, von denen man nicht weiß, wer sie sind und was sie im Schilde führen, was sie für eine Anschauung haben. Es sind vor allen Dingen Leute aus dem muslimisch geprägten Raum. Und wie wir wissen, ist der Koran mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Wenn jetzt eine Vielzahl von solchen Leuten mit einer höheren Geburtenrate ins Land strömen, dann sind die demokratischen Kräfte, dann wird ihre Position geschwächt. Sie kommen in die Minderheit. Und dann passiert das Gleiche wie bei den etablierten Medien. Die bösartigen Kräfte, die undemokratischen Kräfte gewinnen die Oberhand und die Demokratie in Deutschland ist abgeschafft. Und es herrschen wahrscheinlich schlimme Zustände. Diesen Plan hat die FPÖ-ÖVP-Regierung vereitelt, indem sie die Balkanroute zugemacht haben. Gegen die FPÖ wird gehetzt, sie werden als undemokratisch hingestellt. Und diese Regierung belegt aber das Gegenteil. Und sie belegt auch, dass es möglich ist, Grenzen zu schließen, dass eine unkontrollierte Zuwanderung nicht zwangsläufig ist. Aus diesem Grund sollte diese Regierung beseitigt werden. Eine Lektion, die man daraus lernen kann, ist, dass man nicht zurückweichen darf. Heinz-Christian Strache hätte weder als FPÖ-Vorsitzender zurücktreten dürfen, noch hätte er die Regierung verlassen dürfen. Man darf keinen Schritt zurückweichen. Er hätte darauf bestehen müssen, dass das ganze Video veröffentlicht wird. Mit diesen Passagen wäre ein Rücktritt nicht notwendig gewesen. Er hätte klar machen müssen, dass es allein die Absicht ist, die FPÖ aus der Regierung zu drängen. Und dass man dem nicht nachgeben darf, dass man diesen Methoden nicht nachgeben darf, dass er nicht korrupt ist. Er hat das gesagt, aber er hätte nicht zurücktreten dürfen, weil was hat es der FPÖ genützt? Gar nichts hat es der FPÖ genützt. Es wäre viel besser gewesen, in der Regierung zu bleiben und dann kann ja Kurz aus der Regierung gehen. Aber man darf sich da nicht in die Defensive bringen lassen. Dieser schnelle Rücktritt und der Rücktritt als Außenminister und als Vorsitzender wirken wie ein Schuldeingeständnis. Die Leute nehmen es wie ein Schuldeingeständnis wahr. Er hätte hier darauf beharren müssen, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, ich bin nicht korrupt, ich bleibe in der Regierung und ich bleibe Vorsitzender. Dass jetzt die Altmedien oder die etablierten Medien nicht über das Ganze berichten, zeigt das Verbrecherische auf von diesen Leuten. Und es zeigt auf, dass man sie bekämpfen muss. Mit demokratischen Mitteln selbstverständlich. Aber dass man alles tun muss, diese Leute zu entblößen. Dass man sich nicht nett stellen darf, umso mehr. Das zeigt es jetzt umso mehr. Bei jeder Gelegenheit muss die AfD, müssen alle Leute aufzeigen, was diese Leute machen. In Interviews. Ich habe ja gerade vor kurzem das Interview mit Tino Chrupalla analysiert. Und dort hat er auch viel mehr Gelegenheit gehabt, den Bürgern diese Sachen zu sagen, diese wichtigen Sachen zu sagen, die die Medien verschweigen. Das muss von sich aus muss die Themenlenkung immer darauf kommen und in Zukunft muss auf diesen Fall die Themenlenkung immer kommen. Auf das Klima, auf alle möglichen Dinge. Hockeyschlägerkurve, ich habe es ja schon erwähnt. Bei jeder Gelegenheit, wenn der Draht zur Öffentlichkeit da ist, das, was so selten der Fall ist, so viele Leute erreicht man ganz selten, dann muss man das immer und immer wieder sagen. Das hat auch dann gar nichts mit Parteipolitik zu tun, das ist eine Bürgerpflicht. Das ist man Deutschland schuldig oder der Welt schuldig.
Das ist Pflicht, das zu tun. Das muss man unbedingt bei jeder Gelegenheit machen. Ihr könnt ihr schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut.